Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Haus. Und mich auseinanderfallen. That's what we do. Gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west side. So never let out the. Let out the. Stop that. Wie sehen, ob das ist. Menschen gibt, die Drag machen, die sich verkleiden, die auf der Bühne sind, die Performer sind, war das für mich so ein Magic Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich würde das niemals machen. Dann habe ich es irgendwann einfach angefangen und dann, seit ich 16 bin, war ich so, ich will, dass Drag mein Beruf wird. Wenn man der Family sagt, man ist Drag Queen als queerer Mann, dann ist es wie ein zweites Outing, finde ich. Aber sie haben beide Outings sehr gut aufgefasst. Der Moment, wenn dann das Gesicht angemalt ist und die Plastikhaare draufkommen, das ist immer der Moment, wo ich dann fühle. Jetzt ist wieder, ja, jetzt ist sie da. Das klingt ein bisschen kitschig, aber die zwei sind eine wahnsinnige Inspiration für mich schon immer gewesen. Die Meta einerseits mit ihren Looks, mit den Performances, mit dem Lip-Sync. Die Patricia mit Hosting, Comedy, Singen, Schauspiel. Also das ist it's best of both worlds for me. Wir haben ein Kind bekommen. Unsere Tochter. What? Ja. Wait a minute. Ich finde, die Meta ist ein Gesamtkunstwerk. Als Kind war ich schon immer so, ich will tanzen und ich will mich verkleiden und ich will nähen und ich will das machen. Aber ich habe nie wirklich gefunden, was irgendwie alles zu einem coherent Ding macht. Dieser Moment, wenn du dich im Spiegel siehst, ist, finde ich, das Magische an Drag. Ich finde, sobald du die Maske oben hast, fühlst du dich einfach unverwundbar oft. Also die Rita für mich ist pures Talent und Ambition. Ich glaube, das Stärkste, das die Rita einfach hat, ist das, sie ist eine Macherin. Jede Drag Queen, Drag King, Drag Artist, der sie zum ersten Mal im Spiegel in Drag sieht, spürt sie einfach. Die Patricia kann man ganz leicht mit einem Wort beschreiben und das ist professionell. Na, sie ist eine Professionelle. Mich treibt die Stadt auch ein bisschen an, weil die Wiener möchten auch immer wieder was Neues haben und sie sind auch immer wieder bereit, sich was Neues anzuschauen und dem eine Chance zu geben. Der Club Color ist eine queere Revue und wir lieben ihn sehr. Sind wir nur für Geld gemacht? Bis auf das erste Mal! Es ist tatsächlich Wien mit der wunderbaren Architektur. Man kann in Wien spazieren gehen in der Nacht und das ist ein Erlebnis. Man kann in Wien in der Früh aufstehen und sich anschreien lassen von einem Müllmann. Ist auch super, ja. Also Wien ist die lebenswerteste Stadt, die ich mir vorstellen kann und die einzige Stadt, wo ich wirklich leben möchte. Ich finde, Wien ist wahnsinnig tolerant. Es ist ja schon Akzeptanz, weil nur toleriert zu werden ist ja auch nicht so schön. Man möchte auch gern akzeptiert werden, so wie man ist. Ich habe immer Wien als das goldene Ticket gesehen dafür, dass ich sein darf und kann, wer ich bin. Ich
kann in Wien meine Kunstform komplett ausleben. Wien ist für mich offen, ist für mich lebensfroh. Ich bin nach Wien gekommen und es war genau das, was ich geglaubt habe, dass es ist. Voll geil. Also Draglab ist eine Open-Stage-Veranstaltung, die ich gemeinsam mit meinem besten Freund Yoshi mache. Und das ist aus einer Idee gekommen, wo wir gesagt haben, es gibt einfach keinen Platz für eine junge Drag Queen oder einen jungen Queen Performer, um einfach einmal zu starten. Und wir haben versucht, eben der Kunst an Drag eine Plattform zu geben. Und da ist, wo Draglab wirklich entstanden ist. Die Leute kommen einfach um dieses Gefühl, das ich am Anfang so gesucht habe und das ich jetzt immer noch suche, jede Woche leicht zu erleben. Weil es ein Open Stage für queere PerformerInnen ist und das ist nicht selbstverständlich. Ich gehe oft auf die Bühne und schau, dass ich schön ausschaue, natürlich. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann eigentlich ein bisschen wurscht. Und das ist das Schöne dran. Und dann wird quasi dieses Glamour, wird dann plötzlich zu einer ganz normalen Person auf Augenhöhe. Prinzipiell verändert sich ja mein Blickwinkel nicht. Ich sehe es durch die gleichen Augen. Und deswegen ist das innere Gefühl eigentlich relativ gleich in und out of drag. Ich habe so viel Angst gehabt, ich war so nervös, weil du stehst irgendwie vor einem Raum voller fremder Menschen und du lässt dein Herz außer. Dieses Gefühl, das ich auf der Bühne gehabt habe beim ersten Mal, das suche ich bis heute immer und immer wieder. Also ich fühle mich nach jedem Auftritt sehr geliebt vom Publikum. Man kann einfach sein. Jetzt als Mensch bin ich so sicher, wer ich bin, durch Meta. Ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wo ich stehe im Leben, ich weiß, wer ich... Habe ich schon gesagt, dass ich weiß, wer ich bin? Ich weiß übrigens, wer ich bin. Und für alle jungen, aufstrebenden Drag Queens, die das gerne mal machen möchten, sage ich, geht's einfach euren Weg. Es macht so viel Spaß und man kann nichts falsch machen. Also was mir die Rita definitiv erlaubt, ist zu 100.000% ich selbst sein. Gern geschenkt. Gerne. Danke. Immer einfach geil sein, einfach feiern lassen. Nüffel aus France. Das ist eine Kamera. Das ist natürlich. Das ist ganz natürlich. I'm searching for life again. I'm searching for a new beginning. I'm searching for real again. I'm searching for love that ich liebe mich. Punkt.